Demokratie, Politik und Kunst, wie kann man das zusammenbringen? Und haben dann so ein paar verschiedene Resümees gezogen. Einerseits, dass Kunst nur begrenzte Handlungsspielräume hat. So wie es genannt wurde, das heißt, dass Kunst auch in das, sagen wir mal, neoliberale System eingesaugt wurde, sodass die Künstler, die eigentlich die Möglichkeit und die Freiheit hätten, sich gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch einzubringen, das oft nicht wollen, und diejenigen, die es wollen, können nicht, weil sie nicht die Freiheit bzw. die Basis haben, aus einer gewissen Sicherheit heraus sich einzubringen. Ein anderer Pol war, wir hatten das letzte Mal zwei Künstler, einmal Wolfgang die Erika als Gast dabei und auf der anderen Seite zwei ehemalige politische Vertreter, der Bürgermeister von Malz und der Bürgermeister von Lana. Und da war eigentlich der Common Sense eigentlich schon, eigentlich muss man sagen, erschreckend war der Common Sense, dass sie beide gesagt haben, Politik wird von Lobbys dominiert. Und das Zweite, was sie gesagt haben, es braucht einen Widerstand und Widerspruch. Von zwei ehemaligen politischen Vertretern, die man denkt, eigentlich speziell etwas anderes sagen. Auf alle Fälle war das Abend ein Stück weit depressiv, ich spitze es ein bisschen, aber mehr im Sinne, dass es nur der Wunsch da war, mehr in Widerstand und in Widerspruch zu gehen in unserem demokratischen System. Und die Frage dann offen blieb, wie kann dieser Widerspruch und dieser Widerstand in der Gesellschaft erzeugt werden? Mit dem Blick auf die Kunst, die es vielfach versucht, aber die Kunst, die es versucht, dann die hat dann nicht diese Auswirkung und diese Präsenz in Gesellschaft, weil sie auch eingebunden ist in die Förderungssysteme, das heißt Südtirol natürlich auch beispielhaft für diese Kleinheit in der Welt, in der wir uns Südtirol leben. Das war so ein bisschen so der Bogen, den wir das letzte Mal gespielt haben, und jetzt würde ich heute würden wir den Bogen weitergehen, und heute haben wir fast keine, sage ich mal, ehemalige politische Vertreter hier. Aber Andreas Groß ist eigentlich auch ein politischer Vertreter von seiner Historie her. Aber heute würden wir den Schritt weiter wagen und überlegen, okay, direkte Demokratie ist das ein Instrument im Dialog mit Kunst, wie man diesen Widerspruch und diesen Widerstand in der Gesellschaft einbringen könnte. Und dazu haben wir heute vier Gäste hier. Diesmal nur Männer hier. Letztes Mal auch drei Männer und eine Frau, aber das wäre dann schon immer gut, wenn wir noch mehr weibliche Präsenz auch auf der Bühne hier hätten. Aber umso mehr würde ich die Frauen bitten, die jetzt anwesend sind, darum herum sich zu machen. Auf alle Fälle vier Gäste hier. Ich würde sie ganz kurz vorstellen, und dann würde ich die Moderation an Stefan Lausch übergeben, der für den heutigen Abend die Moderation übernommen hat. Ich würde zuerst bei den Künstlern beginnen, weil die Ausstellung ja auch von den Künstlern inhaltlich gestaltet wurde, wird, und sie nun ja diesen Dialog aufwerfen zum Thema Kunst und Demokratie. Zuerst Thomas Werner. Thomas Werner, wohnhaft in Meran in Schaffenburg. Studierte Germanistik, Kunstpädagogik, Anglizistik, Kurator, Künstler, ist in der Freiheit zwischen verschiedenen Welten ein bisschen unterwegs und nützt, glaube ich, auch diese Freiheit, die dabei hat, um sich auch einzubringen. Er hat dieses Werk eben gestaltet, ein Populist, sich selbst als Populist mit dem Spiel eigentlich ein sehr aktuelles Thema in unserer heutigen Gesellschaft, dieses Spannungsfeld mit den Populisten, das ja sehr breit ist. Wunder, wenn ich in Südtirol denke oder Österreich denke, das sind, kommen die aus dem Zentrum. Die populistischen Persönlichkeiten werden andernorts vielfach an den Rändern verortet werden. Auf alle Fälle ist es ja sehr offen noch, wer ist eigentlich
Populistin, der Mann ist mein Populist. Und die Frage, gibt es Alternativen für eine Bevölkerung zum populistischen Wahlen, wenn die Herkömmlichen alle gleich sind? Ich muss bitte es mal nachsehen. Zweite, Künstler, hier am heutigen Abend ist Hannes Dicker als Lerner, hat Philosophie gelehrt, hat sein Kunstwerk lädt alle ein, selbst Gedankengänge nicht zu verfolgen. Und er hat sein Buch, das Buch von Agnes Heller, eines der letzten, oder das letzte Buch von ihr, wo sie sich mit dem Thema Europa auseinandersetzt, im selbstkritischen Zugang zu Europa und da ein Stück weit herausholt, okay, Europa steht sich auch selbst im Wege. Das kann man sehr gut auch auf der kleinen Ebene herunterbrechen. Südtirol steht sich selbst im Wege und behindert sich selbst in der Weiterentwicklung, in der eigenen ganz in das eigene Teil. Auf alle Fälle kann es nicht erleben, uns ein, mitzuschreiben, das Buch mitzudenken, indem man etwas schreibt, natürlich folgt man die Gedanken, wenn man viel intensiver macht. Ihr seid alle eingeladen, die ihr es noch nicht gemacht habt, eine Seite euch des Buches vorzunehmen, die Seite mitzuschreiben, mitzuschreiben und dann ein Werk von Hannes Dicker mitzunehmen, dass er allen, die sich beteiligen an diesem Collective Writing Prozess, ein Werk für sie. Danke, Hannes Dicker. Und dann würde ich auf die Seite der Exponenten der direkten Demokratie gehen. Einerseits natürlich ein paradigmatisches Beispiel von der Schweiz. Es kann natürlich nicht fehlen, wenn es um direkte Demokratie geht. Andreas Gross, Politikwissenschaftler, ehemaliger Nationalrat in der Schweiz, Gründer des Instituts für direkte Demokratie in der Schweiz. 1981 war das voll so. Auf alle Fälle, das kann man schon eine Zeit oder auch zurückblicken an Erfahrungen in der Demokratie. Ein Kenner nicht nur der Schweiz, sondern auch aller westlichen Erfahrungen, Versuche, direkt demokratische Wege, Prozesse, Instanzen einzugehen. Vielen Dank fürs Herkommen, fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren. Und auf der anderen Seite, im Grunde ein Südtiroler Gesicht, Stefan Lausch, im Grunde das Südtiroler Gesicht der direkten Demokratie, der Versuch mit viel Beharrlichkeit, das Thema der direkten Demokratie weiterzubringen, mit vielen Erfolgsschritten neben den vielen kleinen Niederlagen, die man dabei immer erreicht, aber auch den Erfolgsschritten schon etwas erreicht zu haben. Immer in Kooperation mit vielen Teilen der Bevölkerung, wie es gilt, in einem so langen Prozess immer so mit dabei, mit einem Schwung und mit einer Motivation zu halten. Danke, Stefan Lausch. Unter das Motto stellen, nicht nur über Demokratie reden, sondern Demokratie selber gestalten. Darüber möchte ich jetzt in der Einleitung zu dem, was Andi sagen wird, einiges erzählen. Dummerweise weiß der Großteil unseres Landes nicht, was in Sachen Demokratie so untergründig und insgeheim passiert. Auch schon die Tatsache eben, dass vor 3 Jahren ein Gesetz, ein Landesgesetz beschlossen worden ist, mit dem wir die beiden Säulen der direkten Demokratie anwendbar bekommen haben, die Initiative, die Volksinitiative, die Möglichkeit fürs Volk, ein Gesetz, das von Bürgern ausgearbeitet wird, zur Abstimmung zu bringen und die ganze abstimmungsberechtigte Bevölkerung entscheiden zu lassen, als rechtskräftig werden soll. Und das Instrument des Referendums, ein Kontrollinstrument, mit dem die Bürger die Möglichkeit haben, im Notfall, wenn es nötig erscheint, zu entscheiden, ob ein Gesetz, das der Landtag beschlossen hat, in Kraft treten soll oder nicht, und zwar bevor das Gesetz in Kraft getreten ist. Und diese Instrumente in einer halbwegs anwendbaren Form.
nicht eine übermäßig hohe Unterschriftenhürde, aber für uns immer noch zu hoch, und deswegen haben wir weiter zu arbeiten, eine Beteiligungsform, das bewältigbar ist bei 25%, eine institutionelle Information aller Stimmberechtigten, die gewährleistet, dass die Positionen in sachlicher und gleichberechtigter Art und Weise mitgeteilt werden, so wie wir es aus der Schweiz kennen, und einiges andere mehr. Also grundsätzlich anwendbar, wenn auch noch nicht wirklich vollständig und nicht einfach leicht genug anwendbar. In diesen 27 Jahren haben wir viel gelernt. Es war für uns ein Lernprozess, und ich denke, der Lernprozess der südlichen Gesellschaft, den wir stark einsetzen, wenn diese Instrumente ausgeübt werden. Also wenn Organisationen mal in der Lage sein werden, tatsächlich Volksinitiativen auf den Weg zu bringen. Das Wichtigste, was wir gelernt haben, ist, dass es, und da wird mir dann Andi sofort widersprechen, meine Vervollständigung, meine integrale Demokratie geht. Dass Demokratie nicht nur aus der indirekt, aus der parlamentarisch natürlich besteht, und auch nicht nur aus der direkten, sondern drei Säulen hat. Die Partizipative, die ist für uns in dem Moment noch dazugekommen, wo wir den Eindruck gehabt haben, ja, jetzt sind wir als Bürger direkt demokratisch auch in unserem Land souverän. Also eine Ausgestaltung der Demokratie, in ihrer direkten, in ihrer indirekten, in ihrer partizipativen Form und Ausgestaltung so, dass diese drei Elemente gut zusammenarbeiten können. Und das heißt zum Beispiel, dass wir eine politische Vertretung brauchen, die die Mitbestimmung der Bevölkerung schätzen kann. Und da fehlt es noch. Gott wird nicht geschätzt, im Gegenteil. Es werden weiterhin Hindernisse, Prügel in den Weg gelegt, wo es nur irgendwo geht. Aber auch darauf gibt es Antworten. Und wir haben, denke ich, auch etwas Wichtiges gelernt, nämlich, dass das Nicht-Funktionieren der Demokratie, sie ist für viele Menschen, glaube ich, für eine große Mehrheit, unbefriedigend in der Form, in der sie praktiziert wird. Und für dieses Nicht-Funktionieren sehen wir in einem Systemfehler. Unsere Demokratie hat einen Systemfehler. Und den Systemfehler, den sehen wir darin, dass jene, die Regeln der Demokratie schreiben und festlegen, die in der größten Gefahr stehen, sie für sich zu missbrauchen, nämlich die Mächtigen. Es sind die Mächtigen, die die Regeln der Demokratie festlegen und nicht die Bürger, die eigentlichen Nutznießer sein müssen. Und indem ich das sage, bin ich an den Punkt gekommen, an dem wir jetzt stehen als Initiative und damit eigentlich ja auch als Südtiroler Bevölkerung, nämlich dort, wo wir benötigt waren, gegen eine Entscheidung der Kommission über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Volksinitiativen Rekurs einreichen zu müssen beim Landesgericht. Wir haben vergangenes Jahr eben in der Absicht, Demokratie weiter auszugestalten, weiter zu entwickeln, zwei Volksinitiativen gestartet, die sind im September eingebracht worden. Mit allen Volksinitiativen
wollten wir grundsätzlich erleichtern, die Anwendung der direktdemokratischen Instrumente zu erleichtern, vor allem damit, dass man die Unterschriften sammeln, leichter macht. Auch die Hürde um etwas absenkt, aber die Modalitäten für die Unterschriftensammlung sind wirklich in hohem Maße behindern, und zwar so behindern, dass eine hohe Institution wie die Menschenrechtskommission der UNO Italien verurteilt hat dafür, dass eben die Anwendung der direktdemokratischen Rechte mit den Verfahrensregeln so behindert wird, dass sie kaum genutzt werden können. Und Italien als Staat ist aufgefordert worden von der Menschenrechtskommission, diese Regeln zu ändern. Und wie behindernd diese Regeln sind, das haben wir ja vor allem jetzt in der Pandemiezeit kennengelernt, wo wir am Erleben müssen, ja, diese Rechte können wir in dieser Zeit nicht ausüben. Und wir sind jetzt dabei, den gerichtlichen Weg zu beschreiten, um für die Bürgerinnen und Bürger im Land das Recht zu gewährleisten, die eigene Demokratie selber gestalten zu können. Das wollte man uns ja mit diesem Kommissionsbeschluss verwehren. Da ist argumentiert worden, nur der Landtag ist berechtigt, Gesetze zu erlassen, mit denen festgelegt wird, wie sich Südtirol selber regiert. Also über das Wahlgesetz oder über ein Mitbestimmungsrecht darf nur der Landtag befinden und nicht das Volk in einer Volksabstimmung. Und diese Frage wollen wir durchhalten. Wir sind jetzt beim Landesgericht, notfalls gehen wir zum Oberlandesgericht und in dritter Instanz sind wir auch vorbereitet, vor das Verfassungsgericht zu gehen. Immerhin kann man sagen, ist es ja in Italien kein Grundsatz, dass das Volk nicht über die politischen Rechte entscheiden kann. Es hat ja schon sogar zwei Volksabstimmungen in Italien zum Wahlrecht gegeben. Also kann man nicht grundsätzlich sagen, das Volk darf nicht über die Regeln der Demokratie mitentscheiden. Und was wir damit vor allem erwirken wollen mit diesem Gerichtsweg, ist uns den Weg frei zu machen zur Möglichkeit, das Wahlgesetz zu reformieren. In der Meinung, dass mit einem Wahlgesetz, das von den Bürgern, den Bürgerinnen gemacht wird, letzten Endes auch eine bessere Vertretung zustande kommt. Und eine bessere Vertretung ist zumindest eine Vertretung, die imstande ist, die Beteiligung der Bevölkerung zu wertzuschätzen. Das ist eines. Und das andere, deshalb sind wir unzufrieden mit der Art und Weise, wie parlamentarische Demokratie funktioniert. Deshalb glaube ich, als sie in erster Linie ein Kampffeld ist und nicht ein Feld der Verständigung. Und das sollten wir uns, und ich denke, das erwartet sich eigentlich auch die Bevölkerung, dass die uns vertreten, zusammenarbeiten. Der Philosoph Noam Chomsky, auch ein Freund der direkten Demokratie, hat drei große Gefahren für die Menschheit genannt. Den Atomkrieg, die Klimakatastrophe und den Abbau der Demokratie. Mit Atomkrieg meine ich jetzt nicht die drohende Gefahr, die man noch in den 70er, 80er Jahren mit der Aufrüstung gesehen hat oder mit dem Kalten Krieg. Nein, der Atomkrieg droht auf andere Art und Weise
heutzutage. Und zwar im Sinne einer Selbstzerstörung der Menschheit. Wenn Menschen nicht mehr ein- und auswissen mit ihren Problemen, das gilt für den einzelnen Menschen, das gilt für die ganze Gesellschaft, dann besteht die Gefahr, dass sie das Problem damit lösen, dass sie beginnen, Kriege zu führen. Und heute, wo diese Probleme so global und so gravierend sind, droht, nach meinem Verständnis, aus diesem Grund eben auch ein Atomkrieg. Und das umso mehr, als dass wir in vielen der mächtigsten Staaten, ich sage es einmal frei heraus, Verbrecher, Verrückte an der Regierung haben. Ich bin davon überzeugt, dass diese zwei Gefahren und die vielen anderen Gefahren, die damit verbunden sind, Artensterben beispielsweise, nur mit einer vervollständigten, mit einer gut funktionierenden Demokratie zu lösen sind. Eine Demokratie, die es wirklich uns allen möglich macht, selber zu entscheiden, wie wir auf der Welt ein erbenverträgliches Leben finden. Unser Leben ist nicht erbenverträglich. Die Klimakatastrophe ist eine Realität. Wir erleben sie noch nicht. Millionen anderer Menschen erleben die Klimakatastrophe. Ich bin davon überzeugt, dass wir aus der Situation nur dann herauskommen, wenn wir alle gemeinsam eine neue erbenverträgliche Weise auf der Welt zu leben finden. In 99% der Länder auf der Welt haben die Menschen diese Möglichkeit nicht. Andi kommt aus einem Land, wo die Menschen grundsätzlich diese Möglichkeit haben. Und wir in Südtirol leben in einem kleinen Land, in dem wir auf dem besten Weg sind, diese Möglichkeiten ausüben zu können, die Souveränität zu haben, die Art und Weise, wie wir zusammen, das heißt auch mit der Natur, leben wollen, bestimmen zu können. Ja, und aus dem Gesagten ergeben sich für mich jetzt einfach drei große Fragen, mit denen ich an die dann weitergehe. Wenn man die Volksabstimmungen in der Schweiz erlebt, dann sind sie für Menschen wie mich meistens eine Enttäuschung im Ausgang. Wie kann es uns hier, die wir auf dem guten Weg sind, diese Möglichkeit zu realisieren, gelingen, um wirklich die demokratischen Voraussetzungen zu schaffen, damit wir tun, was zu tun ist, damit wir unterlassen, was zu unterlassen. Und zuletzt eine provokante Frage in den Raum gestellt, wenn diese Gesprächsrunde schon unter dem Titel ein Gespräch über die Ideale der Demokratie sein soll, ist echte Demokratie womöglich eine Illusion? Ich würde ganz einfach sagen, sie kann und sie darf keine Illusion sein, weil das Gegenteil von einer echten Demokratie, nämlich Machtpolitik, uns genau dorthin gebracht hat, wo wir jetzt stehen, vor dem Abgrund. Damit kann die Antwort also nur die einer funktionierenden Demokratie. Für mich ist die Demokratie eine Lebensform. Und eine Lebensform, die aus 150 Elementen besteht. Deshalb indirekt, direkt und Parteien und so weiter, das sind nur Elemente dieser Lebensform. Und wenn du zum Beispiel gesagt hast,
In der Schweiz hätten wir eine relativ gut ausgebaute direkte Demokratie, aber immer noch eine unvollendete. Das heißt, meiner Meinung nach sollte man noch viel, viel mehr zur Demokratisierung der direkten Demokratie in der Schweiz einrichten, damit sie besser funktioniert. Hast du gesagt, wir seien trotzdem in einem Land, in dem wir unser Dasein selber bestimmen könnten. Und zwar hast du es nicht nur gemeint, dass Gott im Sinne des Kollektivs, der Schweizer Bevölkerung, sondern der auch des einzelnen Menschen. Und das ist etwas ganz anderes, als was in der Schweiz als Realität ist. Weil zu dieser Demokratie als Lebensform würde zum Beispiel auch gehören, dass die Arbeitszeit, die Arbeit, die ein wichtiges Element des Lebens, auch Teil dieser demokratischen Lebensform ist. Und das ist sie zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist etwas von Paradoxen, dass zum Beispiel die Deutschen, die mit der Demokratie sehr viel mehr Mühe haben als in der Schweiz, mit der politischen Demokratie, oder einfach gesagt, die politische Demokratie ist in Deutschland sehr schwach entwickelt, sie reduziert sich auf die Wahlen. Und in der Schweiz ist die politische Demokratie relativ gut entwickelt, weil zu den Wahlen auch eben die Referenden und Volksbegehren dazugehören. Aber in Deutschland ist die Wirtschaftsdemokratie viel besser. Es gibt ein Mitbestimmungsgesetz zum Beispiel. Es gibt Betriebsräte, es gibt Betriebskommissionen. Die Unternehmen können nicht einfach Leute entlassen, wenn sie wollen. In der Schweiz gibt es nichts davon. Und der einzige Arbeiter, der je im Bundesrat saß, seit 1848 saßen etwa 120 Leute mal im Bundesrat, sind sie immer noch. Der einzige Arbeiter, Willy Richard, der war zwischen 1973 bis 84 Bundesrat, der hat gesagt, die Schweiz hätte eigentlich nur eine Sonntagsdemokratie. Er wollte diese Idee, oder? Es ist eigentlich eine Sonntagsdemokratie, weil sie existiert am Werktag nicht. Man kann die Gesetzgebung mitbestimmen, in einem weitgehenden Sinne, ungleich mehr als in Deutschland, aber man kann zum Beispiel in Bezug auf die Organisation der Arbeit, die Verwendung der Früchte der eigenen Arbeit, über den Betriebsalltag, kann man nichts sagen. Da ist der Schweizer Bürger reduziert auf einen Sklave, ist es ein bisschen böse, aber auf einen Menschen, der nichts zu sagen hat. Und das heißt eigentlich, dass der Schweizer Bürger schizophren ist. Weil wenn er ein Demokrat wäre, dann könnte er das nicht aushalten, 5 Tage in der Woche kein Demokrat sein zu dürfen. Und wenn er es aushält, dann ist er kein Demokrat oder dann ist er eben schizophren. Oder privilegiert, das gibt es auch noch, das stimmt. Oder? Es gibt ganz wenige, zu denen wir vielleicht auch zum Teil gehören, die nicht lohnabhängig sind. Das heißt, die mehr oder weniger mehr selbstbestimmt arbeiten dürfen oder ihr Geld verdienen können. Das heißt also, wenn wir auch eine relativ gut ausgebaute politische Demokratie, heißt überhaupt noch nicht, dass man das Dasein selber bestimmen kann. Weil da gehörte noch viel, viel, viel mehr dazu. Und in dem Sinne, und das ist auch eine zweite wichtige Antwort auf eine deiner Fragen, in dem Sinne ist die Demokratie aber keine Illusion, sondern eine Utopie. Und dass die Utopie, dass eine Illusion keine Utopie ist oder die Utopie keine Illusion, das ist eine der größten Herausforderungen der Schweiz. Weil die Schweizer meinen in der Mehrheit tatsächlich, das ist ja nicht, da gibt es gar keinen Unterschied. Utopie ist Illusion. Der Unterschied ist der, und da wäre ich natürlich so der Blocherianer, also nicht Blocher, sondern Bloch. Genau, in der Schweiz funktioniert der Witz noch, aber
aber da ist es so traurig, dass der Bloch nicht mehr bekannt ist, während der Bloch viel bekannter geworden ist. Die hat einen viel größeren Wert, als nur die Resultate zu produzieren, die man selber nicht hat. Aber weshalb es so ist, dass es tatsächlich, und in dem Sinne hast du recht, die Schweiz nimmt die Möglichkeiten eigentlich nicht ausschöpft, ist die Antwort liegt da, wenn ich auf das eingehe, wie du es formuliert hast, es gibt eben noch keine Einigkeit über das, was am nötigsten wäre, um das zu tun, was der Chomsky von uns verlangt, dass wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um den Krieg zu verhindern und die Erben die kompatible Lebensform zu finden, also die Klimakrise zum Beispiel oder die Ökokrise, und drittens die Demokratie zu verbessern oder zu verteidigen. Was das heißt konkret, da gibt es noch keine Selbstverständigung der Mehrheit. Weil ich könnte dir jetzt bei diesen drei großen Themen gibt es in den letzten 50 Jahren x Volksbegehren, die von Leuten wie du und ich, die das so verstehen, versuchen Volksbegehren zu machen, welche Wege vorschlagen, die diesem Anspruch von Chomsky näher kommen würden. Also zum Beispiel die Gletscherinitiative, die wurde vor 4 Jahren lanciert, das war so etwas wie ein Vorläufer eigentlich der Antwort auf die Klimakrise, weil die Klimakrise war damals noch nicht so als solche bewusst, aber es gab natürlich Leute, die schon lange gemerkt haben, dass wir viel zu viel CO2 ausstoßen und damit unsere eigene Zukunft in Frage stellen und deshalb dann begonnen haben, entsprechende Vorschläge zu machen. Aber interessant ist dann aber zum Beispiel ist das Neutralitätsdatum, klimaneutral zu produzieren, als 2050 gesetzt. Vor 4 Jahren die progressivsten Klimaaktivisten. Und heute wissen wir, dass das schon viel zu weit weg ist von der wirklichen Utopie. Und wir müssen dann 2030 zum Beispiel runter, was vielleicht das Sportlichste wäre. Daraus ist dann aber, diese Initiative ist noch nicht behandelt worden, aber trotzdem hat dann unter dem Druck solcher Begehren hat das Parlament jetzt ein CO2-Gesetz gemacht letztes Jahr, das wenigstens gesagt hat, die Schweiz möchte 2030 die Hälfte um die Hälfte weniger ausstoßen als jetzt. Und dagegen ist das Referendum ergriffen worden und jetzt ist die Verständigungsanstrengung in der Öffentlichkeit, in der Bevölkerung, findet statt. Oder? Und es ist leider viel knapper, also es wird wahrscheinlich viel knapper, als wir erwarten, weil zum Beispiel in einer Umfrage hat es geheißen, die Jugendlichen, von denen man glaubte, sie seien radikale Aktivisten, die zum Teil dieses Gesetz von links kritisiert haben, in dem Sinne, es wäre zu wenig ambitiös, sagen, sie seien nicht bereit, mehr zum Beispiel für die Heizung zu bezahlen oder die Lebenskosten würden steigen, deshalb seien sie dagegen. Oder die Mobilitätskosten würden steigen, deshalb seien sie dagegen. Es ist unglaublich unverständlich, wirklich unverständlich. Ich denke vielleicht, es ist auch ein Fehler in der Umfragetechnik, weil ich kann mir nicht erklären, weshalb Leute zwischen 20 oder zwischen 18 und 30 dieses Gesetz mehrheitlich ablehnen sollten. Oder? Und nicht, indem sie sagen, es geht zu wenig weit, sondern es geht zu weit. Es verpreise sozusagen den CO2-Ausstoß zu hoch, sodass die Lebenskosten für gewisse Leute zu sehr steigen würden. Aber was ich sagen möchte, es ist eben nicht klar, was richtig ist. Jeder, der einen Vorschlag macht,
Wer hat die Hypothese? Das ist ein richtiger Vorschlag. Und ob das dann die Mehrheit auch findet, ist eine ganz andere, schwierige Frage. Oder eine Riesenkunst. Und wobei in Klammern, das ist glaube ich unter uns klar, Volksbegehren oder der Sinn der direkten Demokratie, der Sinn der Volksinitiative ist auch dann groß oder die Wirksamkeit bedeutet, wenn sie kein mathematisches Mehrheitsergebnis macht. Das ist einer der großen Irrtümer vieler, die sich nicht so mit der Sache befassen. Also nein, wenn man nicht gewinnt mit 50+1% und die Mehrheit der Kantone, dann hätte man alles verloren. Stimmt überhaupt nicht. Man kann zeigen, etwa mehr als die Hälfte der Volksbegehren, die mathematisch abgelehnt worden sind, haben etwas in ihrem Sinne erreicht, haben etwas in ihrem Sinne verändert, wenn auch nie so viel ursprünglich in der Initiative vorgedacht war. Bei der ersten Sache, bei der Kriegsverhinderung oder bei der Verhinderung der Selbstzerstörung, wie du richtig gesagt hast, auch da gibt es x Beispiele wie in den letzten 50 Jahren, wo wir eben gezeigt haben, dass in der Bevölkerung, bei den Menschen viel mehr auch Bereitschaft ist, weiterzugehen, als im Parlament sichtbar wurde. Und das ist auch das schönste Beispiel. Wir haben damals 36% gemacht, bei einer Stimmbeteiligung von fast 70%. Im Parlament waren nur 13% für eine Schweiz ohne Armee. Und diese 36% oder diese Million, das war ein so großer Schock für ein Land, dessen Regierung 2 Jahre vor der Abstimmung behauptet hat, die Schweiz hätte nicht nur eine Armee, sondern sie sei eine. Muss man sich mal vorstellen. Das stand in der offiziellen Botschaft. Also mindestens ist ein Selbstbild, oder? Eines kranken Menschen oder eine kranke. Wie krank ist eine Gesellschaft, der Regierung sich auf eine Armee reduziert, oder? Gleichzeitig dann aber noch meint, sie sei eine gute Demokratie. Und jeder weiß, der die Armee kennt, und die Armee ist quasi die Antithese zur Demokratie, weil dort gibt es, wenn es in der Fabrik 0,5% gibt, gibt es in der Armee 0,0%. Trotzdem aber die Schweiz, und in diesem Land, mit einem solchen Regierungsdiskurs, hat 1 Million Menschen gesagt, nein, wir sind nicht nur keine Armee, sondern wir wollen auch keine haben. Und das schönste Lob, und auch im Sinne der Wirkung zeigte sich, dass die NZZ, das ist die große beste Zeitung der Schweiz, die hat noch vor 2 Jahren, also 30 Jahre nach dieser Abstimmung, hat sie gesagt, die offizielle Schweiz und die Armee im Besonderen hätte sich von dieser Niederlage bis heute nicht erholt, weil sie wisse immer noch nicht, was sie soll eigentlich. Und es wird aber immer noch zu viel Geld ausgegeben, also 6 Milliarden und ab und zu noch extra 6 für Flugzeuge und so weiter. Und diese 6 Milliarden zum Beispiel, das ist wie das, was jedes Jahr in der Schweiz für die Armee ausgegeben wird, das ist zum Beispiel ein Symbol dessen, was man besser anders tun könnte, um diesem Anspruch gerechter zu werden. Aber in einer, was du nie vergessen darfst, oder sage ich mal, ich kann es mit einem Beispiel sagen, jetzt bei der Armee oder bei der militärischen Verteidigung. Die Stadtmauern, die hatten ja auch einmal einen militärischen Schutzsinn für eine Stadt. Irgendwie zwischen 0 und 1000 Jahren. Und dann so zwischen dem 13. Jahrhundert hat man begonnen, diese Wurfgeschosse zu entwickeln, wo man mal mit irgendwelchen Maschinen mehr oder weniger klug da Brandsätze, Molotow-Cocktails, haben wir noch nicht gesagt, über diese Mauern in die Stadt hat werfen können und so diese Städte angezündet hat. Das also zwischen 1300 und 1400, 1500 haben diese Stadtmauern diesen Schutzsinn, die offizielle Funktion völlig verloren.
Sie sind aber erst 400 Jahre später geschleift worden in ihrer Mehrheit. Also verkehrstechnisch nicht mehr so gut war und die Autos mehr Raum wollten und so weiter. Die Stadtmauer, die hat es also noch gegeben, 400 Jahre, völlig sinnlos letztlich. Und es war noch kein Heimatschutz und so weiter, aber völlig sinnlos. Damit möchte ich zeigen, dass das Bewusstsein der Menschen, was richtig und falsch ist und was angemessen und notwendig wäre, dass das sehr belastet wird, dass diese Einsichten, diese Lernprozesse, die dauern müssen und die viel länger gehen, als wir uns bewusst sind. Und diese Lernprozesse voranzubringen, das ist ja der große Sinn der direkten Demokratie. Aber wir dürfen nicht enttäuscht sein, dass es uns nicht so schnell gelingt, wie wir eigentlich glauben, es sei nötig. Das ist der große Punkt, dass man das vielleicht auch aushalten kann, oder? Und nicht aufgibt, nur weil es einem nicht gelingt, im ersten oder zweiten und vielleicht auch mit der dritten Anlauf. Weil, und deshalb habe ich diesen Zusammenhang mit der Sonntagsdemokratie eben hergestellt. Es gibt eben ganz viele Gründe, weshalb Menschen nicht in der Lage sind, diese Lernprozesse zu vollziehen, die wir glauben seien nötig und dringend und sinnvoll und notwendig. Zum Beispiel, wenn sie 5 Tage in der Woche nicht frei sind und nicht selbstbestimmt leben können, einfach gehorchen müssen, dass sie gar nicht ihre Lernpotenziale aktivieren. Weil wenn sie das würden, dann würden sie es nicht aushalten, das Lohnabhängig. Es hat aber auch die Abstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen gegeben. Ja. Und die sind auch so. Es gibt noch ein besseres Argument für die Schweizer, die Möglichkeit. Das Lohnabkommen ist jetzt, ich war auch ganz ein großer Kämpfer dafür. Die größten Gegner waren aber dann Gewerkschafter, zum Teil. Gell? Und dort ist dann auch wiederum die Schweiz definiert sich vielleicht nur ganz Extremisten, wie damals die Bundesräte definieren sich als Armeemenschen. Aber vielmehr wird sich als Arbeitsmenschen bezeichnen. Und dann in einer Gesellschaft, eine protestantische Gesellschaft, wobei das sind die Katholen das Bete und Arbeit auf Lateinisch auch nicht so viel besser, das sind mit einem gleichen Spital, sagen wir so, wo die ganze Existenz, also wir sind nicht wie die Italiener, die arbeiten zum Leben, wir arbeiten, wir leben zum Arbeiten. Und in einer Gesellschaft, in der für die Arbeit gelebt wird, dann zu sagen, du bekommst ein Einkommen ohne Arbeit oder ohne Zwangsarbeit, ist es ja letztlich. Das ist ein Riesenschritt, ein Riesenhorizonterweiterung. Und dass die nicht im ersten Anlauf sofort willkommen geheißen wird, als Historiker habe ich das sehr gut verstanden, obwohl ich das gekämpft habe. Aber du hättest noch ein besseres Argument gehabt für deinen Einwand. Es gab nämlich in der Schweiz auch eine Mitbestimmungsinitiative einmal. Weil die Mitbestimmung in Deutschland ist, glaube ich, eingeführt worden in der Brandt-Regierung, irgendwie 72, 73, und dann sinnvollerweise, da sieht man auch, da haben die Schweizer Gewerkschaften gedacht, sollten wir unser Instrument dann auch mal dafür gebrauchen, dass wir sowas bekämen. 1976 ist bei uns die Mitbestimmung abgestimmt worden. Und die Mehrheit hat natürlich abgelehnt. Aber das hat mich auch wiederum nicht, weil eine ganz kluge katholisch-konservative Nationalrätin hat einmal gesagt, das ist vielleicht eine der schönsten Zusammenfassungen dessen, was ich sagen möchte. Wenn die Schweiz eine Idee ablehnt, dann ist sie nicht dagegen, sonst ist sie einfach noch nicht dafür. Und da in diesem schönen Wortspiel steckt eben die Einsicht in den Prozess. Und deshalb braucht es bei uns 3, 4, 5 Anläufe, bis es dann so weit kommt, bis die Verständigung reif ist. Und
bei bedingungslosen Einkommen, da gibt es die UNO zum Beispiel, da war ich auch dabei, das ist der Bundesratsvorschlag, der UNO beizutreten, ist 1986 massiv verworfen worden. Hat nur 24,8% gemacht. Ein bundesrätlicher Vorschlag, getragen von allen Parteien mit Ausnahme einer. Das war für mich übrigens immer die Latte bei der Schweizer Ohne Armee. Wir wollen mindestens 24,8%, weil dann ist keine Katastrophe. Der Bundesrat hat auch nicht mehr hingekriegt bei der UNO. Dass wir dann 36 gemacht haben, obwohl der andere, der Militärchef, hat noch einen Tag vorher gesagt, 10% wäre eine Katastrophe für Frankreich. Bei der UNO haben wir dann gesagt, 1998, jetzt machen wir wieder eine Volksinitiative. Und haben dann 2002 eine Mehrheit gehabt. Wobei in drei Kantonen waren es nur 2000 Leute, die uns die Mehrheit verschafft haben. Also nicht so wahnsinnig super Mehrheit. Und das waren also 86 bis 2002, das sind 16 Jahre. Beim unmittelbaren Einkommen, da gibt es jetzt bereits wieder Bemühungen, das wieder zu bringen. Ich halte es jetzt immer noch für zu schnell, weil die Tierschützer zum Beispiel, die machen alle zwei Jahre etwa eine schöne Volksbegehren zum Abbau der Tierversuche. In der Chemie werden enorm viele Tiere geopfert für Forschung und für Chemie, für Medizinprodukte. Und die machen das zu oft, zu viel, sodass der Lerneffekt praktisch nicht mehr existiert, weil die Leute nicht mehr bereit sind, sich auf ein Thema einzugehen, wenn sie den Eindruck haben, es sei schon zu viel der Rede, die wir sehen. Deshalb ist es eine ganz große Kunst, eben in einer solchen Gesellschaft, in der Menschen nicht gerne lernen, in der sehr viele Widerstände da sind, zu lernen, in der viele Menschen, viele organisierte Gruppen, ich will nicht so weit gehen wie hier am letzten Mal, die Politik besteht nur aus Lobbys. Aber es gibt Interessenvertreter, zum Beispiel jetzt die Ölindustrie, die gibt viel, viel Geld aus gegen das CO2-Gesetz, weil das ist ja eine der größten Herausforderungen, eben völlig antikapitalistisch, eine völlig unkapitalistische These müssen wir realisieren, nämlich wir müssen darauf verzichten, unsere Bodenschätze auszubeuten, weil wir uns die Folgen der Ausbeutung der Bodenschätze nicht mehr leisten können. Also das Nächste, was da ist, müssen wir nicht gebrauchen. Und das natürlich, das stellt die Ölindustrie existenziell in Frage. Und deshalb pumpt sie viel Geld in die Propaganda gegen dieses CO2-Gesetz. Oder noch schlimmer, oder das habe ich jetzt, wichtig wäre zum Beispiel auch die weitere Ökologisierung der Landwirtschaft. Die heutige Ökologiehaltigkeit der Landwirtschaft in der Schweiz ist eindeutig eine Frucht von Referenden und Volksinitiativen der letzten 30 Jahre. Im Parlament wäre das nie so zustande gekommen, weil dort die Großbauern und die Produktionsbauern zu viel Einfluss immer hatten. Trotzdem aber jetzt eine weitere zwei Volksbegehren für ein Verzicht auf irgendwelche Synthetik, Pestizide und sinnigerweise in der Schweiz das Trinkwasser ist viel zu fest belastet. Pestizidfreies Trinkwasser, zwei Volksbegehren, die gar nicht so, glaube ich, radikal sind, die werden bekämpft, unglaublich durch den Bauernverband und durch ein Unternehmen, das den Bauern das Gift verkauft und die Produkte dann abkauft und die Produktionsmittel auch noch verkauft und die Vermarktung auch noch macht. Die investieren jetzt eine Millionen und zum Beispiel zu den Unzulänglichkeiten der schweizerischen Direktdemokratie gehört eben, dass es keine Transparenz gibt, wie in Amerika, also wie in Kalifornien zum Beispiel, wer zahlt wie viel für die Werbung, also woher kommt das Geld. Und in Amerika kannst du schauen, der Bayer hat 50.000 Franken gegeben für das Jahr
Oder die Firma XY hat 1 Million gegeben dagegen. In der Schweiz wissen wir das alles nicht. Oder? Und das ist auch ein Element fürs Lernen, wäre auch ein Element fürs Lernen, wenn man den Menschen sagen kann, schau, dieser Diskurs wird bezahlt von jenen, die damit Geld verdienen. Das Vorteil der Kunst ist, dass ich Spielräume schaffen kann, ja? Die nicht unbedingt Realität sein müssen, vielleicht auch nicht Realität sein werden sollen oder brauchen. Ich glaube, der Vorteil oder das Spannende, also für mich als Künstler auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, für die Gesellschaft das Interessante ist da, dass es diesen Spielraum gibt, der eben relativ frei ist und nicht unbedingt eben mit Religion arbeitet. Also dort können auch verschiedenste Prozesse und auch unter anderem auch politische oder soziale Prozesse durchexerziert und durchgespielt werden. Also ich nehme das eher als eine, ja, das ist nicht die Aufgabe der Künstlerinnen und Künstler, irgendwie Realitäten zu schaffen. Okay, eine Struktur ist Realität, steht im Raum, okay, kann verkauft werden oder nicht, oder ausgestellt oder nicht, ist egal. Aber ich glaube, dass diese Kunst die Aufgabe hat, eben Illusionen zu schaffen, die wir dann mit uns selbst durchspielen können. Wenn ich das jetzt vom Andi nicht ganz falsch verstanden habe, hat er irgendwo auch behauptet, dass diese Volksbegehren im Grunde zum Teil nichts anderes sind, als bestimmte Themen zu lancieren, diese zu diskutieren. Dort das Schöne dabei ist vielleicht, dass in diesem Modell jeder Einzelne und jede Einzelne befragt ist, die muss sich Gedanken machen, gehe ich dorthin und stimme ich ab. Ja, das heißt, einmal ich gehe hin und für was stimme ich, das heißt, ich beschäftige mich dort als Bürgerin, als Bürger wahrscheinlich zumindest einen Moment mit diesen zwei Fragen und das heißt, mit diesem Diskurs beschäftige ich mich. Das heißt, da sind wir noch zu einem Teil, bis es nicht umgesetzt wird in dieser Illusionsphase irgendwo. Ich würde dort eher die Kunst ansetzen und nicht in der Utopie eigentlich. Ja, ich glaube, da nimmt man ihr einiges an Kraft heraus, weil wir in unserer Gesellschaft relativ viele Kräfte, Energien haben, die an Utopien oder an Umsetzung von Interessen, könnte man vielleicht auch sagen, also die eine bestimmte Veränderung in irgendeiner Richtung haben möchten. Und ich glaube da, also das ist meine Vision von Kunst oder mein Verständnis aktuell, dass es da einfach um ein Ausprobieren geht, um ein Experimentieren geht. Also ich würde die nie ganz auf diese politische Ebene heben. Ich glaube, das sind andere Kräfte. Kunst ist auch etwas sehr Individuelles. Ja? Beim Kunstwerk steht der Name einer Künstlerin, eines Künstlers darunter. Das ist nicht ein Gesetzesentwurf, das hat nichts kollektiv. Natürlich nimmt es Bezug auf aktuelle Situationen, auf Gedanken, auf, keine Ahnung, Sozialgeschichte, whatever. Aber ich glaube, wir sind auf dieser symbolischen Ebene. Und ich glaube auch, dass das eigentlich der große Vorteil ist. Freiräume schaffen. Im Grunde ja. Also ja. Ich sehe das. Aufmischen. Aufmischen, Freiräume. Also ich glaube, das ist so wie ein Spielfeld irgendwo. Was verschiedenste Möglichkeiten, wir haben auch vorher eben diese Potenziale. Ich glaube an diese Potenziale, an diese Möglichkeitsräume. Der Ernst Bloch würde wahrscheinlich widersprechen. Das kann sein, ja. Weil er hat die Geschichte seiner, das Prinzip Hoffnung, das Buch, besteht eigentlich aus ganz vielen Kapiteln, in denen er die vergangene Kunst abklopft in Bezug auf ihre Utopiehaltigkeit. Aber er würde auch nicht sagen, und da hast du mich nicht falsch verstanden, ich zwinge natürlich, oder ich stelle keinen Künstler unter den Zwang oder die Obligation, sondern ich sage, oft macht das der Künstler unbewusst. Das vielleicht ja, das wäre auch dieses Bloch Kunstgeschichte genau. Zum Beispiel, weißt du, wenn du einer der anderen zentralen Begriffe bei Bloch war der Vorschein oder die Zukunft. Ja. Er hat immer Scheins in unsere Gegenwart. Bitte? Antizipieren. Ja, antizipieren. Oder andersherum, er definiert sogar die Utopien, die unsere Zeit, in unserer Zeit hat es gewisse Ideen, Objekte,
Projekte. Projekt ist auf Französisch ein anderes Wort für Utopie. Der Sartre braucht nicht Utopie, der sagt nur Porsche, Projekt. Aber das ein gewisse Projekte sind wie Vorscheine unserer Zukunft. Und es gibt Künstler, die den Menschen ihre Denkräume erweitern, weil sie eben diese Projekte darstellen. In der Musik zum Beispiel, in der Malerei, in den Skulpturen, in den Gedichten, in der Poesie und in der Beethoven zum Beispiel auch. Und der Bloch, es ist wie eine Liste, die er durchgeht. Und der Punkt ist dann auch, sie eröffnen neue Denkräume und zeigen und illustrieren damit den Menschen, den Betrachtern, den Hörern, den Lesern, dass etwas möglich wäre, an das sie noch nicht gedacht haben. Und wenn sie natürlich noch nie an etwas gedacht haben, dann ist es auch unmöglich. Und da sind wir dann wiederum in dem, was du gesagt hast, und da hast du mich nicht, also bin froh, dass du mich nicht falsch verstanden hast. Für mich sind auch Volksbegehren, ja nicht alle natürlich, aber die guten, das sind Vorschläge, die bisher undenkbar gewesen sind. Und sie sind Anfänge, etwas Mögliches denkbar zu machen, als Voraussetzung, dass das Mögliche möglich wird. Weil wenn das Mögliche nicht denkbar ist, dann wird es auch nicht realisiert. Oder eben bei der Schweiz ohne Reh war das der Punkt, das ist die große Freiheit der direkten Demokratie, ist eben der Gesellschaft Fragen zu stellen, die sie nicht hören will. Weil eine Frage eröffnet eine Perspektive, die wir wichtig finden, die Mehrheit vielleicht nicht will. Wollen wir noch einen Aspekt herein? Ich würde jetzt mal zunächst mal nicht von der Kunstseite her argumentieren. Also was mir jetzt spontan als erstes durch den Kopf gegangen ist, das ist einfach das Faktum, dass 42% der Deutschen Hitler gewählt haben. Wenn man das jetzt zum Beispiel als einen Moment von direkter Plebiszit anschaut, dann ist für mich zum Beispiel schon die Frage, steht die Frage im Raum, ob sozusagen uns die direkte Demokratie beispielsweise vor dem Faschismus schützt. Also das ist ja nicht unbedingt gesagt, dass sozusagen uns einfach über diese Form der direkten Abstimmung tatsächlich einen größeren Freiraum eröffnet, sondern das ist ja immer dann auch davon abhängig, zum Beispiel, was haben wir für eine Presselandschaft, wie aufgeklärt sind die Menschen, wie gebildet sind sie in der Lage, 150 Elemente, sind sie in der Lage, sozusagen diese da mitzugehen, und sagen wir mal ganz konkret jetzt, also das Pressethema ist für mich ein Riesenthema, und natürlich die Ökonomie auch, also der Kapitalismus und die Demokratie, tendenziell immer undemokratisch ist, und da aber im Grunde genommen ja die Macht sich konzentriert und auch für mich die Frage im Raum steht, kann dann sozusagen im Rahmen von dieser Wirtschaftsform auch tatsächlich Demokratie, wie man so unter dieser Prämisse sieht, mit direkter Demokratie funktionieren. Ich würde dir recht geben, dass grundsätzlich die Kunst eine Freiheits-, also äußert gesagt, Kunst ist eine Freiheitswissenschaft im besten Sinne, und Künstler sind, sagen wir mal, egal wofür sie eintreten, sie wollen etwas und sie engagieren sich für etwas. Für was das jetzt im Detail ist, ist natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt Künstler, die sozusagen primär eher für einen Elfenbeinturm, würde ich mal sagen, plädieren, also die sich eigentlich eskapistisch eigentlich rausbieben aus diesen ganzen ökonomischen oder politischen Fragen. Und das ist natürlich auch wieder eine Frage, die sich stellt, ist dieser Eskapismus dann tatsächlich im Sinne eines demokratischen Denkens hilfreich, oder was bewirkt das zum Beispiel? Also ich meine, wir haben heute zum Beispiel eine Strömung von Künstlern, die sehr stark, sagen wir mal, eher auf einen
in Richtung von dekorativen, auf Repräsentation ausgerichteten Kunstbegriff sich orientieren. Und von denen kann man nicht erwarten, dass sie zum Beispiel sich für politische Fragen interessieren. Also ich denke mal, das ist auch hier im Land zum Teil so, dass viele sagen, Politik interessiert mich überhaupt nicht, also gerade unter den Künstlern auch. Also es ist ja nicht so, dass alle Künstler politisch orientiert werden. Im Gegenteil auch viele sagen, Künstler sollten gefälligst von der Politik die Finger lassen, weil das eigentlich was Schlechtes ist. Ja. Also ich sehe einfach bezogen auf all diese, was Sie gesagt haben, mit den 150 Elementen, die da so dazu beitragen, da sehe ich ganz viele Einschränkungen. Also gerade auch, wenn man jetzt hier im Land schaut, wie sieht es mit der Presse aus? Also was ist die Dominante? Was ist sozusagen das, was die öffentliche Meinung am meisten definiert? Also da ist ja dann schon beispielsweise in meinen Augen, sehe ich da große Probleme, wenn man jetzt bestimmte kritische Gedanken überhaupt in die Breite bringen will. Also die, ob das jetzt das Fernsehen ist oder auch die Medien oder die Zeitungen, das ist ja ein großes Problem. Aber in Deutschland, die Bundesrepublik hat deshalb ja ein Grundgesetz zu verfassen, weil sie damals nicht die Abstimmung wollten, die zu einer Verfassung gehört. Aber nicht aus Angst vor Weimar oder vor Weimar. Weil in Weimar war, wie du selber gesagt hast, nicht die direkte Demokratie schuld an der Nazi, sondern die indirekte. Sie haben zwar nie eine Mehrheit gekriegt, aber sie haben eine starke Minderheit gekriegt. Und dann hat die Mitte, hat ihnen dann zur Mehrheit verholfen. Also wenn man etwas lernen möchte aus Weimar, dann ist es nicht, wie behauptet wurde in vielen Schulbüchern in Deutschland, keine direkte Demokratie, oder? Sondern passt auf bei der indirekten. Aber dort ist dann wiederum, und das ist jetzt eine Antwort auf deine Sorge, so wie ich dir versucht habe zu zeigen, dass es nicht so einfach ist, in eine direkte Demokratie die Menschen zu veranlassen, das fürs Gute oder fürs Richtige ja oder nein zu sagen, ist es genauso schwierig, um den Menschen zu zeigen, dass sie nicht die Falschen wählen sollen. Und das, weil das könnte man ja auch als Argument geben, die wahre Demokratie ins Feld führen, dass immer wieder, inklusive in Italien, zu viele Menschen zu oft völlig die Falschen gewählt haben, die letztlich sich selber dann wieder zerstört haben, wie die Faschisten. Wobei ich würde, 1930 ist noch ein besseres Indiz, weil 1932 war die Hälfte schon fast im Gefängnis und da gab es eine pressefreie, eine offene Öffentlichkeit, gab es fast nicht mehr. Aber trotzdem, die 40%, wie kamen 40% der Deutschen dazu, den Hitler zu wählen? Das ist eigentlich genau die gleiche Frage, die du mir gestellt hast. Du sagst, lehnen so viele Schweizer die guten Ideen so oft ab. Das ist ja auch zu der Punkt gewesen, also wo ich mir sehr schwer getan habe, war beispielsweise als hier die SVP mit der Lega koordiniert hat. Also das war für mich ehrlich gesagt ein Riesenproblem, für die meisten Südtiroler offensichtlich nicht, weil das offensichtlich als also nicht wirklich gravierend betrachtet wurde, aber gerade aus der historischen Erfahrung in Deutschland war für mich das überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man sich also sozusagen als Regierungspartei mit, statt beispielsweise mit den Grünen, also mit einer Rechtsaußenpartei zusammentut, weil das bequemer ist oder was auch immer, aber wenn ich so wohlwirkend gar nicht nachgedacht habe. Ich meine, es ist jetzt anders gekommen und wir hoffen, dass das sozusagen auch als Episode so bleibt, aber also mich hat das damals sehr erschreckt, aber ich habe dann schon gemerkt, als ich da Einwände geäußert habe, dass für die meisten das offensichtlich gar kein großes Thema war. Wir haben halt jetzt die sozusagen bequemere Lösung gewählt, mit der Lega kommen wir einfach besser klar oder so. Also ich habe das damals. Aber es war, wie gesagt, mir, ich weiß nicht, wie das jetzt hier in der Runde war, also
ich hatte den Eindruck, viele Leute haben sich da gar nicht so einen großen Kopf drum gemacht, dass das passiert ist. Also, ja, weil sie es gewohnt sind, dass Politik opportunistisch ist. Also die SVP der Gründerjahre, die wir ja nicht so erlebt haben, hat sicher eine andere DNA gehabt, wie die heutige Opportunistenpartei, die einfach schaut, mit wem am besten die Geschäfte weitergehen. Und die holen sich natürlich keinen kritischen Geist an den Tisch. Das würde alles stören. Und eigentlich sind wir das sicher schon seit vielen, vielen Jahren gewohnt, nach dem Motto der Kunden an Knowledge. Und ja, hat keinen Aufschrei gegeben. Die Strammen Tiroler, die sonst immer Wacker und Andreas Hofer anrufen, die haben da überhaupt keiner Wimper gezuckt. Also, wichtig ist, dass die Show weiterläuft. Ich habe auch gesehen, dass das Bundespersonal der Mega sind wohl richtig, weder mit der Welt noch sonst, weder vor diesen Schlitten. Die haben überhaupt nichts zu melden. Der Landesregierung, wir sind frei, dass sie einen froh, dass sie einen dicken Sessel unten haben, der hochdotiert ist. Und sie schauen nichts an. Die momentanen Wegevertretungen gehört man ja überhaupt nicht. Ja, ich habe eher so an diese, also sozusagen an die symbolische Bedeutung auch gedacht, die sowas mit sich bringt, wenn man also das tut. Also das, was ja in Deutschland Gott sei Dank bis jetzt noch ein Tabu ist, wobei ich weiß, wie das jetzt demnächst abnehmen wird, wenn in der Rede im Osten die AfD tatsächlich zur stärksten Kraft wird gemacht wird. Und, aber bis jetzt höre ich da dann noch, ja, eben aus der Erfahrung heraus mit 33 ist das für mich nach wie vor Also muss ich mal noch etwas dazu sagen, also es hat ja in den 20er Jahren in der Weimarer Republik 5 Volksinitiativen gegeben, von denen ich meine, dass sie unter Umständen, wenn sie durchgegangen wären, die gesellschaftliche Situation so verändert hätte, dass Hitler nicht an die Macht gekommen wäre. Und der Grund, weshalb diese Volksbegehren nicht erfolgreich waren oder überhaupt nicht zustande gekommen sind, waren die schlechten Regeln der Volksgesetzgebung, wie es damals unter Weimar geheißen hat. Also in den 20er Jahren hat das deutsche Volk versucht, sich selber beim Schopf aus dem Sumpf herauszuziehen. Aber schlechte Regeln haben das verhindert.